Radek is the best. No, Chris is the best. Okay, they're both awesome. That's right. May the best win. Allgemeine Sportwettentipps und konkrete Wetttipps kostenlos per E-Mail jetzt eintragen auf xbet.tipps. Viel Spaß mit den xbet-Tipps von Chris Custodian und Radek Vegas. 19. Spieltag. Der 18. hat ein paar Neuerungen gebracht. Wir haben jeder 3 Wetttipps abgegeben. Mal so. Insgesamt haben wir 7 von 13 Ideen richtig. Vor allem nach dem Freitag dachte man schon, aber dann, naja. Aber gut, hat auf jeden Fall wieder extrem Spaß gemacht. Und ich bin mir sicher, wir werden dieses Ergebnis an diesem Spieltag toppen. Immerhin habe ich mit meinen 3 Picks keinen Verlust gemacht. Aber die Augsburger haben uns natürlich beide überhaupt nicht gefallen, dass die einfach wirklich gar nichts mehr gewinnen können. Und naja gut, Düsseldorf ist ja auch sowas wie die Mannschaft der Stunde, wenn man hier auch vielleicht auf die Tabelle schaut. Ja, Düsseldorf ist natürlich total krass. Ich meine, ganz unten der Club aus Nürnberg, auch nicht die größte Überraschung. Eine spannende Überraschung aus Wettsicht ist, wenn man mal ganz nach oben schaut, und zwar Dortmund führt mit 6 Punkten und der besseren Tordifferenz, hat aber bei den Wettanbietern die höhere Quote, wer Meister wird. Es gibt ja immer die Langzeitwetten oder die sogenannten Outrights, und der FC Bayern München auf Tabellenrang Nummer 2 hat derzeit eine Quote von 1,8, Dortmund 1,9, und jetzt mal ohne Scheiß, keiner von uns glaubt auch wirklich, dass am Ende des Jahres oder der Saison Dortmund vorne steht. Also dafür bin ich nicht Fußballromantiker genug, obwohl ich es mir echt wünschen würde. Hey ja, BVB. Ja, das wäre halt wirklich tragisch eigentlich, gell? Wenn du halt so geil in der Vorrunde dominierst und vielleicht sogar in der Rückrunde super spielst und dann kannst du trotzdem nichts machen. Für den deutschen Fußball wäre es, glaube ich, nicht so toll, wenn die Bayern auch mit einer schlechten Saison dann noch den 7. Meistertitel in Folge holen. Aber die Dortmunder können sich auf die Champions League konzentrieren. Da habe ich einen Langzeittipp abgegeben, schon vor Wochen, auf die Dortmunder, dass die Champions League gewinnen. Aber jetzt nochmal nachgelegt mit ein paar Einheiten, dass Dortmund zumindest gegen Tottenham weiterkommt. Denn da haben sich ja Dele Alli und Harry Kane verletzt. Und wenn die zwei beide nicht spielen, dann fehlt Tottenham schon sehr viel Qualität. Auch wenn sie trotzdem natürlich noch stark sind, traue ich den Dortmundern da das Weiterkommen zu. Lange Rede, kurzer Sinn. Dortmund macht's. Und mal schauen, ob sie es an dem Spieltag auch machen. Denn jetzt wieder Bundesliga. Chris Custodian mit dem ersten Spiel. Hertha gegen Schalke. Was hast du da für Ideen? Die Quoten sind ja wie gemeißelt für ein Unentschieden. Ja, also aus Wettsicht wollen wir das Ganze ja beleuchten. Ich möchte jetzt deshalb auch nicht zu viel sagen. Tedesco, ob der auf Schalke auf dem Schleudersitz Platz genommen hat. Es ist ein Spiel, von dem ich aus Wettsicht die Finger lassen wollen würde, weil Schalke muss irgendwann doch jetzt mal einen Lauf starten. Ich meine, klar, die sind letztes Jahr Zweiter geworden, haben jetzt mehr oder weniger das gleiche Team, aber haben sich nicht fußballerisch weiterentwickelt, aber irgendwann, das ist kein Team, was da im hinteren Mittelfeld was zu suchen hat. Also die sind schon besser. Hertha allerdings mit einem Befreiungsschlag oder Sieg gleich mal zum Anfang gegen Nürnberg auswärts, und jetzt kommt Schalke. Ich habe dazu keine Meinung, was ich darauf setzen wollte. Du hast aber ganz schön viel zu sagen für das, dass du eigentlich keine Meinung hast. Sorry. Beide haben ja am letzten Spieltag ja gewonnen, die Schalke auch, überraschend gegen deine Wölfe mit dem schönen Bruno. Deine Wölfe, genau. Und deine Wölfe, deine Mutter. Die haben auch relativ viele Tore geschossen, weil normalerweise würde ich jetzt hier sagen, die trennen sich schiedlich friedlich wie immer an einem Freitagabend 1:1, mit unter 2,5 Tore. Aber vielleicht ballern die Hertaner wieder ein bisschen mehr. Aber irgendwie glaube ich, dass die zwei sich irgendwie nicht so ganz ins offene Messer laufen. Deswegen wird die Defensive siegen, und ein Underpick von Under 2,5 gefällt mir da eigentlich ganz gut. Ja, da musst du dich mehr ins Großbild bringen, weil ich habe zu dem Spiel keine Wettmeinung, von daher schade, dass ich da die ganze Zeit groß eingeblendet bin. Aber mit dem Samstag geht es weiter. Mhm. Bei Gladbach gegen Augsburg hätte ich fast gesagt, weil das bei mir auf der Tafel
vorher steht. Die Gladbach haben in der Saison noch kein Heimspiel verloren. Kannst du das glauben? Also ja, haben sogar alle 8 gewonnen. Und jetzt kommen die Augsburger, die zurzeit überhaupt keinen beeindrucken können. Und dafür ist die Quote von 1,66 auf so eine brutale, heimstarke Mannschaft wie die Fohlen ja eigentlich eine willkommene Quote. Also ich weiß nicht, wie Augsburg in der momentanen Verfassung gegen Gladbach auch nur den Hauch einer Chance haben sollte. Warum ist die Quote dafür relativ gut? Weil der Buchmacher, glaube ich, die Gladbacher immer noch so ein bisschen als vielleicht Top 5, Top 6 Team einschätzt, aber nicht als ärgster Bayern-Verfolger, nur 3 Punkte dahinter. Und Augsburg wird wahrscheinlich auch leicht überbewertet, weil das ist auch ein Team, was man nicht vermutet hätte, dass sie so weit hinten drin stehen. Überlegt man aber, wie die letzten Wochen und die Wochen vor 2019 gespielt haben, dann muss man eigentlich sagen, sorry Augsburg, aber das gibt hier einen Handicap-Sieg vom Hacking. Vom Feinsten. Der feinste Dieter Hacking. Ein Handicap-Sieg, nee, na, traue ich mich nicht. Ich finde die Quote von 1,66 schon sehr gut und stimme dir auch dazu, dass das wahrscheinlich einfach so ist, dass die Augsburger überschätzt werden und die Gladbacher aus welchem Grund auch immer unterschätzt. Vielleicht habt ihr da andere Gründe oder Infos noch, dann rein in die Kommentare damit. Ja. Sonst machen wir jetzt mit Dortmund gegen Hannover weiter. Das riecht ja auch nach einer extrem klaren Sache und Hannover in der Auswärtstabelle immerhin ein Platz besser als in der Gesamttabelle. Also im Hinspiel haben die ja mega überrascht zu Hause gegen Dortmund, gab es ein 0:0. Da dachten schon alle, Dortmund schießt Hannover ab, haben sie nicht getan. Haben die eine Fanfreundschaft, eine Spielerfreundschaft, dass die sagen, Hannover, denen schustern wir ein paar Punkte zu? Ich erinnere mich auf jeden Fall, weil ich glaube ich an dem Spieltag auf Dortmund gegangen bin oder auf Tore oder irgend sowas. Interessant, genauso wie ich mir vorstellen kann, dass bei einer hohen Niederlage von Augsburg der Baum brennt, sehr gern gesehenes Sprichwort, weil der Trainer von Augsburg heißt ja so, ist es auch sehr, sehr, sehr sicher so, dass wenn Hannover, ich zitiere, desolat auftritt, den Breitenreiter entlassen wird. Und ich will zumindest Hannover sicher nicht in der zweiten Liga sehen. Deshalb finde ich dieses Spiel relativ schwierig zu tippen. Von der Logik her gibt es ja auch einen Handicap-Sieg von Dortmund, aber man weiß, dass Teams, die für ihren Trainer spielen, vielleicht nochmal ein paar Prozentpunkte mehr in die Waagschale schmeißen. Vielleicht unterschätzt Dortmund dann auch ein bisschen Hannover. Ich sehe hier auch für mich keine Wettmöglichkeit. Eine Idee habe ich. Dortmunder Quote von 1,2 auf Sieg ist in jeder Welt einfach zu niedrig, egal wie stark Dortmund ist. Und du hast einen guten Punkt gebracht, mit, dass die Mannschaft vielleicht nochmal sich in die Waagschale wirft. Auch wenn manche immer sagen, die Mannschaft spielt gegen den Trainer. Ich glaube, Peter Neururer hat letztens gesagt, dass er noch nie eine Mannschaft gehabt hat, die gegen ihn gespielt hat. Aber gut, ich weiß nicht, ob er eine Ausnahme ist. Er hat halt gemeint, eine Mannschaft, die kann gar nicht gegen den Trainer spielen. Die ist halt vielleicht einfach in schlechter Form und braucht eine neue Ansprache oder so. Aber die spielt immer so gut, wie sie halt will und so. Aber naja, gut, ist lange Rede, kurzer Sinn. Ich denke, dass Hannover vielleicht sogar ein Tor schießt gegen Dortmund. Das wäre das Einzige, was mir hier vielleicht mit Value interessant vorkommen könnte. Denn alles andere, Im Hinspiel kein Tor verlieren sie nur 4-1, 5-1 oder so. Aber gegen Bremen kein Tor geschossen. Kommt sicher auf die Quote drauf an. Aber ich glaube jetzt auch nicht, dass ein Tor in Dortmund mit einer 1-8 oder 1-9 prämiert wird. Mir fällt übrigens ein, dass Manchester gegen Mourinho gespielt hat, da kann mir keiner was anderes sagen, oder Bayern gegen Ancelotti. Aber darum geht es ja nicht. Naja, dann habe ich mir auch schon gedacht. Das hat nur Peter und Neururer gesagt. Und der hat immer recht. Und in dem Fall, ja, ist schwierig. Die haben ja mit Nikolai Müller einen Stürmer eingekauft. Vielleicht kann der mal ein Tor schießen. Ja. Wo sicher Tore fallen, das ist ja hier das Spiel, die Freiburger zu Hause gegen
Hoffenheim ist die Frage, wie viel Tore fallen und können die Freiburger wieder eine Heimüberraschung schaffen, wie sie schon gegen Leipzig mal geschafft haben? Oder sind die Hoffenheimer nach, glaube ich, 6 Spielen in Folge ohne Sieg endlich mal wieder dran und können was gewinnen? Ja, was denkst du denn? Oder soll ich jetzt als erstes sagen? Ja, ich finde die Quote von 1,95 auf Hoffenheim echt gut. Ich würde hier einfach, ohne mit der Wimper zu zucken, auf Hoffenheim setzen. Respekt, wer es selber macht. Ich sag, beide treffen oder noch besser Asian Handy, nicht Handicap, Asian hier Torzahl. Wie spricht man das richtig aus? Also ich kann dir sagen, unter. Also, Torzahl über 2,0 oder beide treffen. Ich fühle mich wohler bei über 2,0 und zwar... Da gibt es keine Quote. Ja, aber ich nehme das trotzdem. Ich glaube, dass das Spiel, also das ist ja eine Quotengeschichte. Beide treffen hat wahrscheinlich eine gleiche oder schwächere Quote. Wenn nämlich genau 2 Tore fallen, dann würden wir unser Geld zurückbekommen. Wir nennen es hier beide Punkten. Das gibt eine Quote von 1,44. Deine 2,0, die ist bei ferner liefen, weil über 2,5 gibt es bloß eine 1,44. Und das ist dann nicht der Rede wert. Aber auch ich habe mich entschieden für beide Treffen. Das kombiniere ich. Da fühle ich mich wohl. Also ich sehe, dass Freiburg was machen muss. Die müssen daheim auf Sieg spielen. Hoffenheim wird immer Tore schießen. Und auch immer Tore kassieren vor allem. Genau, vielleicht. Also das ist doch eine schöne Wette. Da kann ich mich anschließen, dass da beide treffen. Aber ich würde auch sagen, dass Hoffenheim einfach gewinnen muss, auch hier mal wieder nach so vielen Spielen ohne Sieg. Gegen nicht gerade überzeugende Freiburger in letzter Zeit wäre da mal wieder ein Sieg fällig. Was haben wir noch? Mainz-Nürnberg. Wow, die Mainzer, die gewinnen in Stuttgart. Das ist ja schon richtig ein Offensivzauber, den sie da gezeigt haben und machen genau da weiter, wo sie in der Hinrunde aufgehört haben. Oder 2018, nämlich mit Punkte holen. Und die werden ja offensichtlich gar nicht gegen den Abstieg mehr spielen. Nürnberg ist da schon schon ziemlich lang drin. Und wann die das letzte Mal auch auswärts gewonnen haben, keine Ahnung, ist bestimmt schon ziemlich lang her. Und hier würde ich tatsächlich sagen, dass Mainz gewinnt, weil bei Nürnberg sehe ich auch keinen Spieler, der sich da irgendwie, der die anderen mit hoch mitreißen kann. Und wo sollen die das nötige Selbstbewusstsein hernehmen? Und Mainz hat genau das. Deshalb finde ich hier eine 1 mit Abstand den besten Tipp. Finde aber auch wieder, dass die Quote, weil es eben Mainz ist, uninteressant ist. Ja, mit 1,7 auf Mainz habe ich mir auch was anderes vorgestellt. Würde grundsätzlich auf keine Spiele mit Mainzer Beteiligung wetten, weil die gegen gute Mannschaften auch eine Überraschung schaffen können und gegen schlechte Mannschaften auch untergehen können oder andersrum. Da kann viel passieren immer bei Mainzer Spielen. Aber von daher lassen wir das einfach außen vor. Das ist so ein Spiel, da will ich gar nichts damit zu tun haben, will ich auch nicht anschauen und von daher auch nicht drauf wetten. No bet. Muss man auch mal so sagen, wenn es sowas gibt. Wolfsburg hingegen, da wettet man natürlich schon eher, vor allem gegen Leverkusen. Wenn man das sich so anschaut, da stimmen die Quoten nicht mit der Tabelle überein, muss aber auch nicht so sein, denn die Wölfe haben ja das erste Spiel 2019 gegen Schalke relativ unspektakulär 2-1 verloren, während die Leverkusener unter dem neuen Trainer Bosch nur ein Gegentor kassiert haben. Das ist doch auch schon mal etwas. Geschossen haben sie noch keins, okay, aber das werden sie jetzt in Wolfsburg nachholen, zumindest wenn es nach dir geht. Wenn es nach mir geht, genau. Also die Spieler, wie auch Rudi Völler, haben ja gesagt, man hat ganz viel Entwicklung gesehen. Die Spieler haben so viel gelernt, hat irgendeiner im Interview gemeint. Mag alles sein. Nochmal einen schönen Haken hier gegen Heiko Herrlich. Und ich glaube einfach nicht, dass Leverkusen 2 Spiele in Folge verlieren wird. Ich glaube auch, dass die Mannschaft jetzt gewinnt, wahrscheinlich in Wolfsburg. Die haben die Rückrunde nicht ganz so gut gestartet wie in der Hinrunde. Und meine
Idee ist hier auf Leverkusen plus 0,25 Asian Handicap zu gehen, weil Unentschieden natürlich im Bereich des Möglichen ist und ich eine insgesamt 1,6er-Quote dafür sehr interessant finde. Mhm. Wir sehen hier auch die Asian Handicap 0-Quote. Warum es kompliziert machen, nehmen wir doch einfach die. Mit 1,96 kommt aufs Gleiche raus und beim Unentschieden kriegst du halt dein Geld zurück, statt dass du halt hier vielleicht dann die Hälfte nur wieder gewinnst oder so. Was mir auch sehr gut gefällt, ist, dass Leverkusen das erste Tor schießt. Aber gut, einigen wir uns drauf, dass Leverkusen Asian Handicap 0, da kann ich auch mitgehen. Einigen wir uns drauf, genau. Darfst du gerne bei Bremen gegen Frankfurt deinen Senf dazugeben. Ah, das ist nett, weil da hatte ich letztes Jahr, letztes Jahr stimmt ja sogar, da hatte ich in der Hinrunde meine einzigen 10 Sekunden Ruhm irgendwie bei dem Tippspiel, weil ich gemeint habe, dass Werder in Frankfurt gewinnt und zwar in der Nachspielzeit. Auf jeden Fall gewinnen die auch dieses Heimspiel, wenn es nach meinem Fanherz geht. Frankfurt spielt aber eine tolle Runde, deshalb ist es immer gefährlich, es wird ein torreiches Spiel werden, beide treffen, eine 1,4 oder 1,5 Quote, eine niedrige, also eigentlich auch wieder ganz cool, um es in irgendeinen Verdoppler reinzuwerfen. Mein Bauchgefühl sagt, wie gesagt, Werder gewinnt das in der 82. Minute, werden sie das Siegtor schießen, Punkt. Ja, gefällt mir alles nicht. Du mir auch nicht. Naja, du gefällst mir natürlich, ja, aber diese über 2,5er Nummer gefällt mir einfach immer nie, weil die ist immer total overrated. Nein, habe ich auch nicht 1,5 gesagt. 1,5 ist zu niedrig dafür. Beide Treffen, habe ich gesagt. Über 2,5 würde ich nicht spielen. Mhm, okay, beide Treffen 1,44, selbst das ist zu niedrig für sowas. Also, wir reden genau über diesen Satz nächste Woche. Ja, darum geht es ja gar nicht. Ich denke langfristig und dafür ist eine 1,44 einfach zu niedrig, weil in dem Duell, finde ich, nicht immer beide treffen müssen. Und da hat die Quote von 2,6 mehr Value. Und beim Value geht es nicht darum, was nächste Woche passiert oder Wochenende. Mhm. Von daher. Und jetzt sage ich dir auch was zum Value. 99 von 100 dieser Spiele gehen 1:1 oder höher aus. Ich sehe das Value für, und ich habe hier schon ein bisschen was geschrieben, das wird mein Verdoppler werden, Kollege. Ja, ja. Lass dich überraschen. Ja, du sagst, Bremen gewinnt. Ich habe dazu keine Meinung, finde aber Frankfurt Asian Handicap 0 hat mehr Value. Ist halt einfach, weil Frankfurt die bessere Mannschaft ist. Und von daher. Jetzt keine Comedy-Show. Was? Ja, ist ja jetzt rein faktenbasiert und von daher, warum sollen die in Bremen verlieren? Ja. Ich bin ganz ruhig! Verdammt! Ja, komm mal wieder runter von deinem Stuttgart, da könnte ich ausrasten. Da könnte ich echt ausrasten, wenn ich die Bayern-Quote von 1,08 sehe. Denn die Bayern müssen dann die Stuttgarter einfach mal mit 3 Toren Unterschied oder 4 Toren Unterschied heimschicken. Und klar sind die Stuttgarter schlecht, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Und die haben die schlechteste oder eine der schlechtesten Abwehren. Was die sich selber teilweise da rein ballern, das ist schon Wahnsinn. Aber ich denke trotzdem, die Quote für Bayern ist natürlich lächerlich niedrig. Natürlich werden sie gewinnen, da führt ja kein Weg dran vorbei. Die Frage ist ja nur, wie hoch. Und da denke ich, werden sich die Bayern nicht unbedingt ein Bein ausreißen. Warum auch? Die Stuttgarter werden gegen Bayern natürlich noch besser sein wie gegen Mainz, wo sie ja auch nur mit 2 Toren Unterschied verloren haben. Und dann finde ich echt jetzt in diesem Fall auch, dass unter 2,5 Tore hier mehr Value hat als über 2,5 definitiv. Mhm. Auch wenn die Bayern die Stuttgarter in einer normalen Welt natürlich verprügeln und nach Hause schicken. Mhm. Aber ich traue auch den Bayern noch nicht so richtig wieder über den Weg. Die haben jetzt mehr ergebnisorientierten Fußball gespielt, dass endlich mal die Null hinten passt. Das haben sie auch immer geschafft. Jetzt im letzten Spiel wieder nicht mehr. Aber halten Sie mich für übergeschnappt, halten Sie mich für durchgeknallt. Mein Value-Tipp under 2,5 bloß bei diesem Spiel. Bei einer Quote von 4 würde ich da eine halbe oder eine Vierteleinheit draufsetzen. Und naja, wenn die weg ist, auch nicht so schlimm, aber ansonsten fällt mir da wenig ein zu diesem Spiel. Mhm.
Mich hast du jetzt auf zwei Ideen gebracht. Also, ich glaube, das Spiel findet am Sonntag statt. Da dürfte es sehr kalt sein, sogar ein bisschen windig, schneien und so weiter. Wann das Spiel stattfindet und wie das Wetter sein wird. Aha. Und zwar hatte ich ursprünglich gedacht, weil ich sehe mich jetzt gerade hier so die ein oder andere, ich werde wahrscheinlich, meine Top-Tipps sind jeweils Doppelwetten und ich habe mir überlegt, ob ich hier nicht sogar sagen soll, Bayern gewinnt die erste Halbzeit, gibt eine 1,33, finde ich ganz gut. Jetzt sagst du aber etwas, was wahr ist. Ich sehe auch wenig Tore fallen. Eher so ein 2-0 oder so. Und jetzt habe ich mal geschaut, Stuttgart plus Asian Handicap 3-0 gibt eine 1,7 Quote plus 3,25 eine 1,57. Ich sehe Bayern hier nicht haushoch gewinnen, im Gegenteil. Also wie gesagt, 2-0 und dann haben sie keinen Bock mehr, weil es zu kalt ist. Das heißt, du meinst jetzt das richtige Asian Handicap oder das Overtore Asian Handicap? Nein, das richtige Asian Handicap auf Sieg Stuttgart sozusagen. Boah, plus 3,0. 3,25. Alles klar. Ja, und das hat eine Quote von 1,77. 1,57. Also so. Ich werde das noch ein bisschen weiter runtergehen, weil ich spiele Double Bet. Das sage ich dir dann gleich bei meinem Top-Pick. Du wirst begeistert sein. Ja, vom Stuttgarter Pick bin ich jetzt nicht gerade erwärmt bei dieser Kälte. Aber ich und deinem auch nicht. Selber schuld. Ja, aber meiner hat eine Quote von 4,0, deiner hat eine Stummelschwänzchenquote von 1,57. Also das ist halt der Unterschied. Ja. Ungefähr der gleichen Art. Also, naja, ja gut. Einer wird danach so machen. Naja. Und das bist nicht du. Beide. Hoffentlich beide, ist doch schön. Spaß zu Spaß. Dann haben wir aber noch ein Spiel, die Düsseldorfer, die Übermannschaft des Jahres 2018 gegen, naja, die Leipziger. Sind auch nicht verkehrt, oder? Wir sehen hier eine Siegquote auf Leipzig von 1,9. Erinnerst du dich noch etwas von letzter Woche? Da haben wir beide gesagt, Augsburg gewinnt gegen Düsseldorf. Da hatte Augsburg eine Quote von 1,9. Jetzt könnte der gewiefte Mensch sagen, das ist doch ein Zeichen. Ich sage, das bestätigt mich jetzt auch auf Leipzig zu gehen. Mhm. Ich will mein Geld zurück. Friedhelm Funkel, du kannst jetzt nicht alles gewinnen, nur weil du traurig bist, gewesen bist. Mhm. Ja, das stimmt auch. Dass die vier Spiele in Folge gewonnen haben, das ist das Beste, was Düsseldorf in der Bundesliga je geleistet hat. Wenn die jetzt noch einen fünften Sieg hinterher schieben würden, das wäre ja fernab jeder Realität. Das ist ja dann schon verfilmensreif. Also dann müssen die den Film drehen. Fortuna oder so. Ja. Ist ja auch ein schöner Name, aber so viel Glück haben die einfach nicht mehr. Gegen Leipzig gewinnen sie nicht. Und dafür ist die Quote von Leipzig 1,9 natürlich Zucker, habe ich letztes Mal bei Augsburg auch gesagt, aber Augsburg, da wollte ich einfach nicht wahrhaben, dass sie wirklich scheiße sind. Leipzig ist definitiv nicht scheiße und die werden in Düsseldorf gewinnen. Die Wette, die gehe ich mit und ist für mich auch eine der besten an diesem Spieltag sogar. Und ja, du hast schon gesagt, ich werde Augen machen, wenn du deine Zaubertricks aus dem Hut ziehst. Nach 0,6 Einheiten beim letzten Mal muss da ja auch ein bisschen was kommen. Das wird super. Bist schon fertig? Ja, logisch. Ja, dann fang halt an. Ja. Dein erster Pick. Dann geh mal auf den Hauptscreen, oder? Ich möchte sehen, dass du es dann auch verewigst. Ja, aber das geht ja erst, wenn ich dann wieder hinschalte, du Schlaubi-Schlumpf. Aber gut, kannst ja trotzdem sagen. Jetzt hast du natürlich jetzt dadurch meinen Tipp schon enthüllt, aber ich habe es ja auch mehr oder weniger schon ein bisschen angeteasert. Wer genau zugehört hat, konnte raushören, dass ich dann doch irgendwie damit liebäugel, auf Leipzig zu setzen. Und da ist er. Und ich hoffe, dass mein Tipp auch Kästchen passt. Und zwar sage ich, dass Leipzig Asian Handicap minus 0,25 kombiniert mit Stuttgart plus 3,75. Mhm. Gibt eine 2,2 Quote. Ja, die Quote kriege ich natürlich jetzt nicht mehr hin, aber
Gut, einfach kann jeder, gell? Einfach kann jeder. Das ist ungefähr so, wie wenn man bei dir mit dir in den Supermarkt geht und es einfach ein Regal mit 100 Getränken gibt. Ich nehme halt das, was ich immer nehme und du, oh, so viel Auswahl, was nehme ich denn heute? Und dann stehst halt eine Stunde vor dem Regal und bis der Supermarkt zumacht. Und so ist es halt beim Wetten dann auch. Gut. Ich habe so. Jetzt nicht geweint, ich fand's nur eine lustige Anekdote, was du teilweise für ein Einkaufsverhalten hast. Also ja, von daher. Aber am Ende des Tages ist es dann eh wieder der Dr. Pepper. So, ja. Wer gibt mir jetzt Gesundheit in Wette Nummer 2? Und da mache ich es dir relativ einfach. Ich sage, beide Treffen wird auch wieder kombiniert. Werder gegen Frankfurt und Freiburg gegen Hoffenheim. 2,07, beide Treffen. Ja, du, dann kürze ich einmal SCF ab. Und Bremen, dann sollte das hier passen. Merci. Hab mir als zweiten Pick auch nichts Spektakuläres überlegt. Während du es gerne kompliziert hast, hab ich's am liebsten simple and stupid, wie ich es halt selber vielleicht bin. Von daher Leverkusen gegen in Wolfsburg mit Asian Handicap 0 ist eingeloggt bei einer Quote von 1,96. Und dann mache ich gleich weiter. Dann mache ich es nochmal sehr, sehr einfach, weil an dem Spieltag ist es halt auch wirklich sehr einfach. Dann mache ich einfach einen Sieg der Hoffenheimer in Freiburg, weil Hoffenheim einfach mal wieder gewinnen muss nach 100 Jahren. Und das bei einer Quote von 1,95 einfach valuehaltig ist. Und dann bleibt noch ein Tipp übrig. Ja, ich kann es dir leider Gottes nicht einfach machen. 1,1er Quoten kombiniert. Nein, aber so ähnlich. Und zwar Mainz X1 oder 1X kombiniert mit Leverkusen plus Asian Handicap 0,25. Gibt eine Quote von 1,947. Ja, die Quote, die entscheidest du ja nicht. Das macht dann beim nächsten Mal die Durchschnittsquote von irgendeinem Wettportal, weil das ist ja jetzt hier, da würde ja zu weit führen, wenn man das jetzt nachprüfen müsste, ob du richtig gerechnet hast. Aber gut, die Leverkusener Quote noch bei 1,96 oder 1,95, also ich alles schön übersichtlich, du ein bisschen, verrückt. Mal sehen, ob der Professor Chaos gewinnt oder dann doch das klare Gehirn oder der zumindest einfach gehaltene Tipp. Ja, interessant, bin auch jetzt schon gespannt. Können natürlich auch beide Sachen einlaufen. Vielleicht haben wir am Ende beide recht. Das ist natürlich immer möglich. Das wäre schön. Das wäre wunderbar. Genauso wunderbar wäre es, wenn der ein oder andere da draußen uns noch einen guten Tipp geben könnte. Oder ein Abo oder eine Glocke und ein Like und bitte keine Hate-Kommentare. Weil entweder geht nur eins. Entweder gewinnen wir oder es gibt zumindest einen freundlichen Kommentar da draußen von euch. Das wäre echt süß. Ja, oder schaut auf xbet.tipps und tragt euch mit der E-Mail ein. Und dann. Und glaubt, was passiert. Zum nächsten Mal auf ein erfolgreiches Bundesliga-Wochenende. Radek is the best. No, Chris is the best. Okay, they're both awesome. That's right. May the best win. Allgemeine Sportwettentipps und konkrete Wetttipps kostenlos per E-Mail jetzt eintragen auf xbet.tipps.